Als erstes Haus am Platz darf sich das 5-Sterne-Superior-Hotel Salzburger Hof im österreichischen Zell am See rühmen. Ganz passend dazu lässt sich im Salzburger Hof ganz fürstlich nächtigen und dinieren sowie ein umfangreiches Wellnessangebot genießen. Durchgängige Linie des Hauses ist die nahezu überall sichtbare alpenländische Ausprägung. Die 67 großzügig geschnittenen Zimmer und Suiten mit Größen von 30 bis 100 Quadratmeter verfügen über eine separate Toilette und ein geräumiges Badezimmer, das über alpenländische Fenster zum Schlafraum verfügt. Dies ermöglicht auf Wunsch über das Bett hinweg durch das Fenster in den Garten zu blicken. Das eigentliche Gästezimmer ist sehr geräumig, mit einem bequemen großen Bett ausgestattet, einem Sofa, Sessel und Couchtisch. Aber auch ein Schreibtisch und ein Schreibtischstuhl fehlen nicht, ebenso wie die obligatorische Minibar. Der eingebaute Schrank im Flurtrakt bietet genügend Stauraum für großes und kleines Gepäck. Zudem verfügt das Zimmer über eine große Kofferablage. Doch nicht nur die Zimmer im Salzburger Hof sind wahre Wohlfühl-Oasen. Rund 3500 Quadratmeter misst der großzügig gestaltete Wellnessbereich. Unser umfangreiches Aktiv- und Sportprogramm, zu dem unter anderem Yoga und Pilates gehören, ist für die Gäste inkludiert, verweist Direktorin Melanie Scheffenacker gleichzeitig auf die zahlreichen Anwendungen und Therapien, die im Salzburger Hof buchbar sind. Daneben verbirgt sich im Kellergeschoss noch eine Besonderheit, die Floating Grotte. Hier kann man sich ähnlich wie im Toten Meer einfach mal im herrlich warmen Wasser treiben lassen und dies bei stimmungsvoller Beleuchtung ist nicht nur Melanie Scheffenacker von dem ungewöhnlichen Angebot begeistert. Neben dem Sport- und Wellnessangebot wird im Salzburger Hof großer Wert auf das besondere kulinarische Angebot gelegt. Das hoteleigene Restaurant, die Salzburger Stube, gehört nicht von ungefähr zu den Top 10 Restaurants im Salzburger Land. Die Tische sind, wie sich bei einem Gourmet-Treff dieser Güte gehört, mit gestärkten weißen Decken und Silberbesteck, Kerzen und frischen Blumen eingedeckt. Weitere Informationen unter www.mortimer-reisemagazin.de.